Hallo, herzlich willkommen. Wir sind wieder da, die alten Herren, im wunderbaren Untergangsszenario. Genau, herzlich willkommen. Ich bin immer noch in Elektro, wow, glaube ich. Und irgendwas hat das jetzt an meiner Grafik verändert. Wie ihr seht, ist es nämlich alles so Post-Processing-mäßig bei mir. Das habe ich gar nicht angeschaltet. Ich habe nämlich eben gerade erst wieder eingeloggt, seit ich das letzte Mal an genau derselben Stelle ausgeloggt bin. Und ich meine, es sieht toll aus. Es ist ein God-Race und so hinter der Feuerwache. Ich habe gerade ein wunderbares Phänomen. Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche. Ich habe mich gerade hier, wenn gerade in meinem Ausloggpunkt wieder eingestiegen, drehe mich um und da steht ein Abbild meines Charakters hinter mir geduckt. Schön, wir haben ein großes Problem. Was denn? Unsere Sonne geht unter. Herr Tunichgut hat es ja schon bei uns in den Kommentaren angedeutet, dass es auf unserem Server dunkel ist. Was liegt denn hier? Geil. Eine Sichel. Dann mal vorweg eine Neuerung. Es gab jetzt einen Patch und ich habe auch schon was Neues gefunden, nämlich hier eine Paprika. So. Hau jetzt in die rein, bitte. Eine Paprika mache ich gleich, aber mich irritiert, dass hinter mir mein digitales Abbild steht. Wenn ich jetzt mich erschieße, sterbe ich dann auch? Bitte probier's aus. Nein. Also, das wird jetzt wahrscheinlich unsere erste Nachtsepisode, ne? Dann ist es so, da müssen wir durch. Aber ich habe meine Taschenlampe weggeschmissen. Du auch? Willkommen im Club. Da wird es eine kurze Episode. Ich laufe auch im Dunkeln rum, ohne das Gamma hochzudrehen. Ohne Scheiß, das mache ich. So, und die Bohnen. Die Bohnen haben ein neues Design. Es ist jetzt eine... Wo ist sie denn? Wo ist die denn jetzt? Oh, ich habe auch eine Dose, die kann ich euch auch gleich zeigen, wenn ich hier raus bin. Ich könnte schwören, ich hätte sie gerade aufgenommen. Ne, ich habe sie zu Boden geschmissen. Okay, dann könnt ihr bei mir sehen, wie die Bohnen aussehen. Can of Tactical Bacon. Ne, Can of... Oh, Bacon. Tactical, okay, vor allen Dingen. Jetzt habe ich Inspect. Da sind sie. Von Dees. Was soll sowas wie Heinz sein soll. Back Beans. Sieht aus wie das Label vom Ketchup, was bei uns in Deutschland gibt von Heinz. Oh nein. Zombies. Man kann jetzt auch Eat All machen. Von einer Dose. Oder von einem Thunfisch und ja, so. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja? Ich wollte sagen, ich demonstriere das dann mal im Laufe des Spiels. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn diese Folge online ist, haben wir wahrscheinlich auch schon so ein Patch-Video hochgeladen. Wir wollten das ja mal machen, wo wir den aktuellen Patch zeigen, alle Veränderungen, so gut es halt geht. Und das ist wahrscheinlich schon hochgeladen, wenn ihr das hier seht. Seit wir jetzt 1000 Mal erschossen etc., dann hat sich erledigt. Ach, wir werden nicht 1000 Mal erschossen. Was ist das? Was zur Hölle ist das? Pitchfork? Oh, wie geil. Eine was? Eine Pitchfork, Mistgabel. Ja, ich habe auch gerade eine gefunden. Das ist so geil. Und ein blutiger Screwdriver. Wie heißt das Ding auf Deutsch? Schraubenschlüssel. Schraubenzieher, danke. Was habe ich denn hier gefunden? Ich habe hier eine 9mm Box gefunden. Oh cool. Ja, da habe ich einen Error bekommen eben. Ja, ich auch, aber anscheinend kann man sie trotzdem aufnehmen. Ich finde sogar eine Mistgabel, ey. Ob man die damit auf... Was ist das hier? Ach, das ist mehr Loot auf einem Haufen. Ich habe noch eine Mistgabel gefunden. Endlich gibt's was Neues zu sehen hier. Es war ein großer Patch. Das war, glaube ich, über 1 GB. Ja, das ist das einzige Spiel, was bei mir in Steam nebenbei patcht. Also habe ich es gar nicht bemerkt. So, das waren die beiden Feuerwachen in Elektro. Jetzt gehe ich mal in den Supermarkt. Aber hier gibt's erstmal die Pitchfork, also die Heugabel, Mistgabel zu sehen. Ein klassisches Werkzeug für den wütenden Mob. Spring, Mann, spring. Komm, spiel doch mal die wütende Mob. Ich spiele die wütende Mob. Oh, das mache ich jetzt. Okay. Zombie, komm her. Und ich habe jetzt... Mob. Hier seht ihr eine Rotten Green Pepper. Ach, man muss erst mit Space in Angriffsmodus gehen. Oh, ich blute. Schon ewig nicht mehr geblutet. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut finde, aber wahrscheinlich finde ich es gut, weil Bugfixes und so. So. Steck die Gabel weg, Mann. Ach, Mistgabeln sind schon was Feines. Steck die Gabel weg. Holt jetzt brauchst du noch Fackeln. Fackeln und... Oh ja. Und ein Oger. Ich mit der Mistgabel, dann ziehen wir hier das Land. Ach, da ist der Supermarkt. Und ein Oger brauchst du. Hoffentlich finde ich irgendwo einen Rucksack und dann kann ich... Was war das? Und dann kann ich mir vielleicht auch mal eine Fackel, wollte ich schon sagen. Eine Torch, Headtorch, also eine... Ist das ein roter Motorradhelm? Cool. Also ein
Eine Taschenlampe wollte ich mir einpacken. Baseballschläger kennen wir schon. Streichhölzer. Hm. Los, du Pyromane. Was ist das? Ach, Rags haben auch ein neues Orange. Design. Noch eine Green Pepper. Pepperoni, genau. Paprika. Die grüne Pepperoni. Wo hast du die, wo findest du die? Egal welcher Busch. Die Pepperoni oder die Paprika? Egal. Die Paprika habe ich gerade in der Schule gefunden, davor in irgendeinem Haus. Ach so, ich dachte, die findest du in den Gebüschen. Nein. Ich dachte, du hast schon das Bärensammelsystem ausprobiert. Aber ich meine, dass mit dem neuen Patch auch irgendwelche Bären jetzt auch angezeigt werden. Ja, ja. Oh, ich muss leider die pinke Maske ausziehen. Ich habe nicht einen Cowboy-Hut gefunden. Oh. Die schöne pinke Maske. Ja, sorry, aber der Cowboy-Hut ist irgendwie wichtiger. Weil er epischer aussieht. Oh, geil, Essen. Was mache ich denn dafür weg? Vitaminpillen. Der epische Cowboy-Hut auf Doom. Ja, ja, ja. Ah, oh, ich bin healing, ich heale. Ich esse gleich mal eine Green Pepper. Hopp. Verdammt, wie groß ist denn so eine Crunchips? Oh nein, weiß ich so die jetzt groß? Eigentlich komplett mit Kernen? Das ist aber nicht gut. Natürlich isst du die mit Kernen. Oh nein. Danach brauchst du ganz viel Wasser wahrscheinlich. So, wo ist denn das Eat All? Ah, Eat All. Das dauert aber ganz schön lange dann, bis er die gegessen hat. Ja, ich hab Zeit. Ich bin hier nur in der Schule, im Erdgeschoss, im Essenraum. Und niemand wird ja wohl einen knienden, essenden Cowboy erschießen, oder? Mit einer Mistgabel auf dem Rücken. Doch, jeder Oger würde das machen. So lange hat es gar nicht gedauert, du. Schon fertig. Dann war nicht viel drinne. Die war neu. Oh, komisch. Na dann. Wollen wir uns nicht beschweren. Oh, eine Cola. Ja, Mist, kein Platz. Ja, es gibt auch neue Waffen, deswegen habe ich, wie gesagt, ich gehe nochmal gerade in einen Raum, dann zeige ich es euch nochmal, blub. Hier, wo ist du denn? Hier, die 9mm. Was ist daran neu? Die 9mm Verpackung gab es vorher nicht. Ach, Verpackung. Ich dachte neue Waffen. Du hast gesagt neue Waffen. Ja, neue Waffen soll es auch geben. Irgendwas habe ich da gelesen. Okay. Deswegen werde ich gleich nochmal zum Airfield schleichen. Entweder werde ich erschossen oder nicht. Jo. Das ist wieder das Sprichwort, ne? Greta Hahn auf dem Mist, bleibt das Wetter oder es ändert sich oder irgendwie so, ne? Bleibt das Wetter oder es... Ach, verdammt. Nee, Greta Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Ganz genau. Und dann geht das gerne noch aufs Airfield, wird er erschossen oder auch nicht? Ja. Hoffen wir doch mal, dass er nicht erschossen wird. Ich trau mich nicht aufs Airfield. Oh, jetzt macht er nicht in die Hose. Doch, tue ich. Hab ich mal einen Schuh gefunden. Gleich mal anziehen. Ich wage es einfach, aber ich gehe jetzt einfach mal hin. Genau, trau dich. Was soll schon passieren? Das Einzige, was verlieren kannst, ist dein Leben. Das Virtuelle auch nur. Genau. Das schöne virtuelle Leben. Und dass es davon noch mehr gibt, ne? Dann hoffe ich, dass sie mich so voll bleipuppen, dass alles ruiniert ist. Machen die meisten noch eh. Es gibt ja nur die mit einem Schuss eintöten und dann die das ganze Magazin entleeren. Ein B-Port. Aber... Ich habe eine Taschenlampe gefunden. Und die hat keine Batterien drin. Mist, ich brauche Batterien. Vielleicht wird's dunkel. Oh ja, dunkel aufs Airfield. Das wird toll. Ja, und alle, die das Gamma hochgedreht haben, sehen ich natürlich. Natürlich. Okay, Schule ist fertig, jetzt gehe ich ins Krankenhaus. Und ehrlich gesagt brauche ich einen Rucksack und keine Medizin. Ich muss erst nur Rucksack suchen. Ich bin leider nicht so versiert mit den Loot-Spawns. Wo spawnt denn so ein Rucksack? Ist das egal? In fast jedem Haus. Warte, was? Was läuft mir jetzt hinterher? Ich höre irgendwas schreien. Ah, jetzt macht das. Ich mag das Haus hier nicht, ich gehe wieder. Renne. Ja, genau, ich gehe nicht, ich renne. So, wir haben auch so einige Spieler. Vielleicht habe ich Glück, vielleicht habe ich nicht Glück. Wie viele Spieler haben wir denn auf dem Server? Ich hätte gerade ganz kurz die Liste auf, ich schaue nochmal nach. Geil, noch eine neue Waffe. 3, 4, 5, eine 6, Farming Hoe, das womit man Minecraft Felder anlegt.
Kann man ja auch Felder anlegen, das wäre ja mal so episch. Tja. Minecraft, der Marathon- und Farming-Simulator. Oh, Old MacDonald had a farm. Hiya, hiya, ho, juhu. An honest farm, he had a cow. Moo, moo, moo. Okay, das war jetzt schon zu viel. Wir lassen es lieber, ne? Das war so komplett falsch gerade bei Nioh. Eine Rotten Tomato, die sieht ja mal neu aus. Eine verrottete Tomate, die neu aussieht? Ich meine, sie sieht anders aus. Die hat Maden drin. Oh, Maden, das ist schön. Ja, die sind ja sehr, sehr nährreich, ist mir klar, aber die Tomaten sieht mir so gut aus. Ein ordentliches Farmi. Jetzt hast du mir ein Ohrwurm. Jetzt habe ich wieder ein Ohrwurm. Das machst du jedes Mal mit mir. Ah, okay. War keine Absicht. Jedes Mal. Und auch nur bei solchen Liedern. Schlager oder sowas. Ich könnte dir echt alles von den Flippers vorsingen. Die laufen jeden Tag bei uns in der Arbeit. Bitte nicht. Ich werde es auch nicht tun. Sonst werde ich hier in YouTube noch als Flippers-Fan hingestellt. Nein, ich bin kein Flippers-Fan. Aber vielleicht kennt auch viele die Flippers gar nicht. Ich glaube, die Flippers kennen sehr viele. Es ist nicht damit ist nicht die Familie von Flipper gemeint. Unsere neue Praktikantin, die hat mir jetzt erzählt, dass sie und sehr viele aus ihrer Schule, eigentlich fast eine ganze Generation wegen DSDS, Schlagerfans geworden sind. Oh Weil Gott. Vor ein paar Jahren meine junge Frau da war, die hat Schlager gesungen. Und die fanden die Kids so toll, dass sie heute Helene Fischer und so hören. Ist ja schrecklich. Ja, das ist aus unserer Jugend geworden. So. Liebe Zuschauer, was sagt ihr denn zum Thema Schlager? Würde mich mal sehr interessieren. Man konnte... So, das ist schon mal Schlager? Habt ihr schon mal gehört? So, ich zeige hier gerade mal einen dieser kleinen Wallhacks. Man kann nämlich hier sich reindrehen und dann kann man gucken, ob irgendwo im Haus ist. Das dient eigentlich nur dazu, um zu schauen, ob sich niemand in diesem Geheimraum versteckt hat. Leider kann man die dazu aber missbrauchen, um zu schauen, ob in dem Haus überhaupt schon jemand ist. Aber ich habe ihn jetzt mal angewendet, weil ich nicht wieder von einem Haiopai daraus erschossen werden wollte. Wir verzeihen dir. Danke. Bitte. Nehmen wir mit. Glaubst du denn, es gibt irgendwo einen Rucksack in Elektro? Ich habe einen gefunden. Bist du eine... Ah, ich habe einen grünen Kinderrucksack gefunden. Das ist doch schon mal gut. Du hast immer schon so, mal jetzt einen. Kann ich endlich anfangen, Zeug zu sammeln, wie Batterien, Medizin. Oh, eine Regenjacke. Oh, eine Bratpfanne. Jawoll. So, nehme ich eine orangene Regenjacke oder meinen schwarzen Hoodie? Na, ich behalte meinen Hoodie. Das sieht cooler aus. Wenn ich schon sterbe, dann sterbe ich cool. Genau. Ach, man kann jetzt auch die Helme doch jetzt auch umpainten. Umpainten vor allen Dingen. Cool. Jawohl, also ich habe eine Stirnlampe gefunden, die nehme ich mal mit. Oh, hast du Batterien auch? Die Stirnlampe funktioniert so. Ehrlich? Ich glaube ja. Cheat. Jungle Boots. Okay. Ich denke, ich werde jetzt mal nach Cherno joggen, nachdem ich die Häuser durchsucht habe. So, ich werde jetzt... Irgendwo muss da was zu essen sein. Nochmal die anderen Dinger hier durchsuchen, wenn man erwischt mich, dann soll ich welchen von hier aus mal noch zum Schiff laufen. Das Schiff des Todes. Wo es dich ja zersetzt hat, sozusagen. Hm. Aber es gab eine schöne Szene von unserem neuen Trailer. Aber ich habe dich gewarnt. Ja. Schlag doch mit der blöden Axt zu. Das kriegt deine Axt nicht zu. Super. Nee, ne? Alter! Er kriegt schon wieder Plack. Okay, die Mistgabel. Oh, ist auch ein One-Hit-Kill. Genau wie die Axt. Wenn man trifft. Sogar die Militärzombies sterben nach einem Schlag. Okay, ich habe blaue Cargo-Pants gefunden. Wunderbar.
trinke jetzt erstmal eine Soda hinterher. Zum Runterspülen des üblen Geschmacks des Todes. Da wollte mit der Axt nicht zuschlagen. Schweinerei. Ja, aber echt? Hätte mich dazu wieder beinahe erwischt. Der Hund. Wo bin ich jetzt? Ich hab mich verlaufen. Das ist ach, schlecht. Nee. Moment. Hopp, nehmen wir das mal mit. Wo bin ich? Das weiß ich nicht, wo du bist, mein Freund. Da ist die Kapelle. Wo ist... Ah, ich bin auf der Straße. Oh. Ah, noch ein Zombie. Ah, bisher ist die Waffe jetzt bei jedem Mal drücken rausgekommen. Bei dir auch? Was ist bei mir rausgekommen? Die Waffe bei jedem Mal Waffe drücken. Nee, bei mir nicht. Ah, okay. Dann hatte ich nur Glück. Das muss ich leider verneinen. Ah, die God Rays sehen schon echt cool aus, wenn die Sonne untergeht. Das muss man ja schon sagen. Aber ich mag es nicht, wenn die Sonne untergeht. Bei mir ist auch gerade wieder alles ein bisschen farbarm. Ich glaube, ich spüle den üblen Geschmack auch mal mit einer Pepsi runter. Oder eine Sprite. Oh, trink schneller, Mann, da kommt ein Zombie. Die böse, böse Sprite. Ich stehe überall noch Zombies. Schade, dass hier kein Airfield in der Nähe ist. Wollte es alle dahin locken? Nein, aber da wollte ich mir dann vielleicht mal eine Waffe besorgen, weil auf Dauer will ich auch nicht mit der Bissgabel rumlaufen. Millimeter Rounds, damaged. Ruiniert meine ich. So, dann seid ihr wieder zu verschwinden. Ach, ich werde gleich ein paar Gebüsche durchsuchen. So, hier. Es gibt jetzt auch genau hier die blauen UN-Helme. Gab's die nicht schon immer? Nein. Ich bin der Meinung, ich hatte schon mal einen blauen Helm. Nee, die sind neu mit dem Patch gekommen. Lass dann in den Patch Notes. Okay. Ich habe eben gerade einen gezeigt, aber ich werde nicht mitnehmen. Ich werde mal das eine oder andere Gebüsche durchsuchen. Vielleicht finde ich ein paar Bären. Vielleicht finde ich auch einen Bär. Ich wüsste, wie die Bärengebüsche aussehen. Ich bin nicht so der Naturkenner. Ich drücke jetzt schon hier Mausrad, drehe Mausrad an jedem Gebüsch, aber es kommt nichts. Ich habe jetzt auch eine Sichel gefunden und eine Machete. Ich habe kein Glück mit Gebüschen. Das muss der Zombie erst noch dran glauben. Guten Tag, die Dame. So, und jetzt heißt es hier vom Airfield runter. So, wo war denn das Loch im Zaun da? In welchem Airfield bist du gerade? Ich war am Nordost-Airfield. Oh, da sind wir schon weit auseinander. Ja, und jetzt laufe ich zum Schiff, dann zu Berentin und dann laufe ich zu dir. Dann sehen wir uns in 5 Episoden oder so. Ja, kann ich meine Mistgabel grün ansprühen? Ach, schade. Das Schiff könnte ich auch eigentlich überspringen. So eine Camo-Mistgabel. Eine Camouflage. Hat auch nicht jeder, oder? Ja. So stimmt. Für Vietnamkrieg eine Mistgabel? Ich glaube, du musst auch nur vorne die Zinken mit pechschwarzem Teer überstreichen. Dann hast du schon gewonnen. Napalm. Ja, natürlich, mit Napalm. Das wird das Ganze zersetzen. Ach, ist Napalm nicht einfach nur Benzin mit O-Saft oder so? Was? Hab ich mal irgendwo gelesen. Jetzt wird's aber lustig. So. Jetzt habe ich meinen Helm mal schwarz gepainted. Die Gebüsche hier mögen mich alle nicht. Was ist das? Punkt 22? 50 Rounds? Ja. Welche Waffe braucht Punkt 22? Es gibt neue Waffen, deswegen. Sind das Punkt 22
Zentimeter oder Punkt 22 Zoll? Ich kenne mich doch nicht aus. Punkt 22, ist das nicht Millimeter? 0,22 Millimeter oder meinst du 22 Millimeter oder 2,2 Millimeter? Also es gibt ja 5,56 Millimeter. Richtig, und das sind dann 2,2 Millimeter oder was? Ich weiß es nicht. Das ist ja dann hier sogar eine Softwarekugel hat 4 Millimeter. Was willst du mit 2,2 Millimeter machen? Die hier jemanden Kopfschmerzen bereiten. Ja. Nein, ich weiß nicht, welche Größenkategorie das ist. Das wird wahrscheinlich 0,22 Zoll sein. Ah, ich möchte auch noch dem Herrn danken, der sich die Mühe gemacht hat, in die Kommentare zu schreiben, welch christliches Symbol Onkel Bob in der Kirche gefunden hat. Ah ja, das war übrigens kein Danke. Die russisch-orthodox-christliche Kirche. Ich hab's auch gelesen. Also, da könnte ich aber auch selbst drauf gekommen sein, ein bisschen nachdenken. Trotzdem vielen Dank für die Mühe, Dankeschön. Warum kann ich die Türen nicht öffnen? Ich steck die Waffe wieder nicht weg. Mann, Walter. Ich hab grad gar nichts. Ich habe keine Dialoge zum Türen öffnen. Ich kann Waffen nicht ziehen. Also mir geht gerade gar nichts, renne ich auch noch weiter. Wahrscheinlich ist der Server abgekackt. Und man kann jetzt auch den Can-Opener als Nahkampfwaffe benutzen. Schädel öffnen. Jam. Jeder Zombie bräuchte sowas, um an frische Gehirne zu kommen. Siehst du bitte mal deine Waffe? Ich höre überall Zombies. Ich sehe aber keine. Also, das finde ich jetzt gerade nicht gut. Ja, bei mir irgendwie auch nicht. Nee. Nichts geht bei mir. Ich kann nur rennen. Und wer weiß, wo ich gleich spawne, wenn ich... Das ist die Waffe draußen. Gebüsche. Wo sind die Bären? Ach, jetzt mit einer riesigen Verzögerung macht er es. Wahnsinn. Jetzt kannst du wieder wegstecken. Und wieder ziehen. Jawohl, jetzt ist der Lag weg. Gibt's nirgendwo was zu futtern in dem Gebüsch. So. Die machen wir jetzt auch weg. So, wir müssen die Episode beenden, sehe ich gerade. Wir müssen beenden? Warte. Ja, eigentlich bin ich ja in Sicherheit. Ja, ich habe auch nicht viel zu verlieren, falls mir jetzt jemand abknallt hier. So, wir können gerne jetzt. Eine Sekunde, ich gehe trotzdem noch hier in das... Ah, stopp. Das große Gebüsch hier. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.